Heute ist Regentag, aber trotzdem freut mich, dass ihr da seid. Wir nutzen mal eine kleine Regenpause. Und ich laufe heute mal mit euch die Bummelstraße entlang. Da reden wir mal kurz über Neues von Corona, über die komischen blauen Flecken da und noch was in 3D. Aber lasst uns mal loslaufen. Ja, es ist Samstagvormittag, 11 Uhr. Normalerweise ist hier in der Bummelgasse die Hölle los. Wir schauen mal, also es ist ja ruhig, ne? Auch dank Corona. Es ist noch nicht wirklich so viel los, weil Alkoholverbot, keine Bars haben auf, etc. pp. Also wirklich, hier speziell hier in Kamala, kommt es manchen Urlaubern so vor, als wäre abends ab 7 Uhr Geisterstadt. Da ist ja wirklich nicht viel los. Aber es gibt trotzdem ein, zwei Neuigkeiten. Schauen wir uns mal an. Nichts Weltbewegendes. Sie probieren ja jetzt auch. Bis 1. November wollen sie ganz Thailand öffnen und hin und her. Und naja, da reden so viele Leute so viel. Aber ihr wisst ja, ihr habt ja da eure Quellen. Deswegen sagen wir da jetzt mal gar nichts. Gucken wir mal hier entlang, was hier los ist. Es fängt schon wieder an zu nieseln. Naja, in 4 Wochen ist die Regenzeit rum. Ich tippe mal, in 27 Tagen regnet es das letzte Mal für dieses Jahr. Könnt ihr mal am Kalender anstreichen, vielleicht haut's hin. Alles ruhig und gelassen. Genau, auf den Verkehr achten hier. Rasch, aua! Da schauen wir auch gleich mal, was das ist. Das ist neu. Restaurants haben natürlich geöffnet. Zimmer gibt es viele, viele, viele zu mieten. Alle einzelnen Apartments und so, ne? Souvenirshops haben auf. Also über Tag kann man hier schon seine Zeit genießen, verbringen. Und wir haben ja auch noch den Strand. Die hatten mal auf, dann wieder zu, dann wieder auf. Also die machen das, glaube ich, die entscheiden das täglich frisch. So, was ist das? Die diskutieren schon hier. What is it? What is it? Tsunami. Richtig, also das ist Tsunami-Hinweis, eine Safety Zone. Und zwar machen sie das am ganzen Strand entlang und in den Parallelstraßen. Die machen alle 40 Meter an die so ein Schildchen, dass wenn ein Tsunami kommt, musst du dann in diese Richtung laufen. Und zwar hier sind es noch 810 Meter. Jetzt schauen wir mal, nach 40 Metern müsste wieder eins kommen. Ja, und die sind halt so fortgeführt bis zur Hauptstraße und dann geht es rechts oder links Richtung als Ausgang die Berge hoch. Zusätzlich, da wo es die Gegend zulässt, haben sie dann auch immer, fast immer, in Höhe von den blauen Schildern noch sowas hingestellt. Falls die Straße mal schon überschwemmt oder verschmutzt ist,
kann man es dann immer noch sehen. Ne? Ja, was auch neu ist, liebe Rollerfahrer, das sind hier die Hubbel. Also ist auch nicht gut für Stoßdämpfer. So, jetzt sind wir hier mal beim letzten für heute, 650. Das ist Höhe vom Park beim Tsunami-Denkmal. Und jetzt kommt's. Wir haben jetzt ein 3D-Zebrastreifen. Ich weiß jetzt halt nicht, wie es wirkt durch die Kamera. Im Original wirkt es nicht wirklich so. Müssen Sie mit den Farbtönen nochmal spielen, aber Sie lassen sich was einfallen. So, das waren jetzt ein paar nicht wirklich wichtige Neuigkeiten, aber das Neueste. Wie gesagt, Corona, es ist halt ruhig. Wir haben ein tolles Meer, wir haben tolle Natur, wir haben die Ruhe. Wir haben das weltbeste Essen der Welt, laut Ernährungswissenschaftler. Nette Menschen. Einfach kommt her, genießt euren Urlaub. Kein Partyurlaub, dafür ist noch zu früh. Da warten wir noch ein bisschen. Aber ihr könnt euer Urlaub genießen. Kommt her und von Woche zu Woche wird es hier besser. Auch mit den Beschränkungen. Bis dahin, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Das war's dann mal für heute. Ich melde mich bald wieder. Und dann schauen wir mal.